Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Okay, weiter geht's hier. Ich schätze, für den Benedikt werden wir halt als Bossgegner hier durch prügeln müssen nachher. Aber ich habe den Eindruck, der hat's verdient. Ist jetzt schon ziemlich durch. Geradezu gestört. Zeichen für ein psychologisches Schisma nehmen zu. Mehrere Persönlichkeiten manifestieren sich. In mehreren Subjekten hat sich trotz der Unterbringung in getrennten Zellen dieselbe Persönlichkeit manifestiert. Überaus verstörend. Genau. Ja, es würde sich auf jeden Fall lohnen. Du bist Beute. Dieses Ende war dein Schicksal. Ah, ich glaube, die helfen uns hier gerade so ein bisschen gegen die Patienten. Das ist schon mal nicht schlecht. Ihr seid richtig nette Loader. Bis auf die, die auf uns schießen. Autsch. Aber das ist kein Problem. Wir stehen direkt wieder. Sehr gut. Das scheint doch mal einigermaßen erfolgreich gewesen zu sein. Kein Ausweg. Es gibt keinen Weg hinaus. Ich kann nicht. Ich konnte nicht. Die Tee-Party. Ist das jetzt? Ist es hier passiert? Ich habe alle hübschen Tassen. Du solltest wegsehen. Ich habe es getan. Okay. Die Tee-Party also. Wir müssen noch eins höher, okay. Aber es klang halt echt nicht schön. Das war, glaube ich, auch nicht so viel wert. Nö. Knöpf die Knochen und schärf die Zähne! Nag die Wirbelsäule und zerquetsch die Augen! Das ist der glückliche Tag, der ist ohne! Matschi, Matschi. Er nannte es eine Teeparty. Ich habe noch nie jemanden so sadistisch erlebt. So blutrünstig. So. Perfekt! Benedikt! Kein Gewimmer mehr! Keine Stille! Ich bin der Truck und du das Reh! Der Schlechter fordert seinen Lamm! Okay, Benedikt, dann. Die Subjekte sind funktional nutzlos als Soldaten, können jedoch hinter den feindlichen Linien eingesetzt werden, um bestimmte Gebiete zu sperren. Alternativ können Gasbomben gegen die Bevölkerung eingesetzt werden. Gas ist jedoch wirkungslos im offenen Gelände. Vielleicht könnten wir die Wasserversorgung.
Ja, ich glaube, hier werden wir jetzt erstmal Benedikt umlegen. Ein praktischer Trick. Alles klar, nehmen wir erstmal alles mit, was hier noch rumliegt. Oh, eine Checkmaske. Subjekt 24C. Oder sollte ich dir einen Namen geben? Du bist immerhin anders als die anderen. Verblüffend. Eine Anomalie? Ich tendiere sonst dazu, Fehler auszumerzen, aber vielleicht willst du mir etwas zeigen. Über den Verstand der Psychotiker. Wie schaffst du es, dich mir zu widersetzen? Liegt es an einer inneren Qualität, die den anderen fehlt? Eine chemische Abweichung? Oder bist du was Besonderes? Nun, wir haben alle Zeit der Welt, also finden wir heraus, wie besonders du wirklich bist. Okay. Das ist seltsam. Aber gut, Muni haben wir genug da. Dann verkaufen wir mal die überschüssigen Waffen. Gar nicht so viele. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr. Moment, so war das nicht gemeint. Selbstmedikamente, Baby, selbst. Gut, das bringt nichts. Alles klar. Find ihn, find ihn, find ihn. Ich schätze mal da unten. Wir haben alles mitgenommen. Ah, wahrscheinlich ist es nachher für den Nebenauftrag, der noch folgt. Nun noch ein geflohener Psycho. Wir verfüttern dich an den Rest. Du musst Krieg bei seinem bösartigen Racheakt helfen und von diesem furchtbaren Ort entkommen. Bevor ihr seine schmerzhafteste Erinnerung hinter euch lassen könnt. So, Hallöchen. So, sehr schön. Das hat mir weg. Hey! Ich glaube, wenn er uns trifft, zieht er uns links ab. Kann das sein? Müssen wir kurz weg. Geht denn da gerade ab? Hör auf zu ruckeln, Spiel. Inspizieren wir das Objekt. Ah. Mich krank, also mache ich dasselbe mit dir. Na gut. Kann man es halt auch nehmen. Gute Nacht. Ja, er ist tot, aber wie? Ich erinnere mich nicht, etwas getan zu haben. Nicht du, ich! Du? Was immer sie mir angetan haben, ich habe mich nie gewehrt. Ich habe mich eingeigelt und darauf gewartet, dass es vorübergeht. Dass mich jemand anderes rettet. Dieser jemand, das warst du. Die gebrochene Puppe war frei! Na komm, wir nehmen alles mit, wir können es ja gleich nochmal verkaufen. So, das ging erfreulich gut.
Wie gesagt, Elementarschaden. Sehr, sehr angenehm immer. Gerade wenn die halt dann da entsprechend gegen verwundbar sind, läuft das doch wunderbar. Danke, danke. Ja, hier ist auch noch was liegen geblieben. Ein Ameisenhaufen! Wer versteckt die Leichen? Wenn einen Waggon in eine Sprengrakete umzubauen, ist auch so eine Lösung, die nur einem Kammerjäger einfallen kann. Sauber. Danke. Vielen, vielen Dank. Dafür sind wir ja da. Kreative Lösungen und so. Gut, dann laden wir nochmal alles nach. Schon Wächter mag aber auch wieder. Ja, ein bisschen mehr Granatenschaden. Ich muss hier raus. Dann folgen wir mal unauffällig. Vielleicht erhalte ich endlich einen Blick darauf, wer ich vor diesem Albtraum war. Vielleicht kann ich mich jetzt erinnern. Hol dir die Maske. Das falsche Gesicht ist Schutz. Mhm. Es ist weg. Alles weg. Meine Vergangenheit. Mein ganzes Leben. In der Vene verkümmert. Es tut mir leid. War es das jetzt? Nur du und ich gegen den Rest der Welt. Was, Kumpel? Arme Würmer. Weißt du was? Es ist okay. Selbst wenn ich meine Vergangenheit verloren habe, sobald ich hier raus bin, kann ich endlich meine Zukunft in die Hand nehmen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wann immer du bereit bist, Kammerjäger. Ich geh noch kurz looten, danke. So, wie gesagt, alles mitnehmen. Dann gleich alles als Schrott markieren und loswerden. Geht ja auch zum Glück relativ schnell. Doch einiges hier angesammelt, warte. Das. Achso. Falscher Charakter. Genau das war hier zum Freischalten. Dachte ich mir noch, irgendwas ist doch da. Gut. Gelootet ist alles. Dann nochmal zurück und die Maske platzieren. Ja, mal gucken, was wir da noch an Nebenauftrag kriegen. Machen wir gleich. Erstmal den Hauptauftrag abschließen. Ich habe dir noch gar nicht gedankt, weil du uns aus diesem schrecklichen Labor befreit hast. Kein Kuchen für tote Geburtstage. Die Show muss weitergehen.
Wie du meinst. Geben wir der Statue den letzten Schliff. Bitteschön. Das hat nicht so funktioniert. Geschafft. Finden wir heraus, was so wertvoll ist, dass er es weggeschlossen hat. Der Wolf tobt! Ich messe einen großen Anstieg der Hirnaktivität, Kammerjäger. Und es sind dieselben Hirnwellenmuster, die ich bei anderen Psychos gemessen habe. Wir sind auf der richtigen Spur. Finden wir heraus, was dahinter liegt. Dann habe ich meinen Teil der Abmachung erfüllt. Hoffentlich finden wir da drin, wonach du suchst. Ich verstehe nicht, warum du mich hier so lange ausgeschlossen hast. Besondere Verlockung! Jetzt kann ich dir nicht mehr folgen. Das Blut beruhigen! Das ergibt keinen Sinn. Finger weg vom Feuer! Na schön, sag's mir nicht. Wir finden es so oder so raus. Erzittere und finde dich! Du mich auch, Kumpel. So, sehr gut. Dann aber erstmal Zeug loswerden. Dumm. Ach, tatsächlich fehlt uns noch ein wenig Munition. Gut. So, und wir haben hier noch einen Nebenauftrag. Das möchte ich mir auch noch zuerst anschauen. Verändertes Verhalten. Diese Perienanlage könnte im Handumdrehen eines Psychos toll statt oll aussehen. Krieg hat in seiner Erinnerung wohl noch eine offene Angelegenheit. Sieh nach, ob du ihm helfen kannst. Mhm. Gucken, wo wir da nochmal hin müssen. Ich glaube, hier war ja auch nicht allzu viel zum... Ja gut, wir rennen nochmal durch. Das hat ja beim letzten Mal ja auch ganz gut funktioniert. Also gut, das überlasse ich jetzt dir. Und fürs Protokoll, ich werde weiterhin jeden deiner Schritte überwachen. Okay. So, sprich mit Krieg. Ja, wir haben tatsächlich halt auch sonst nichts. Na gut, aber da hinten geht's lang. Okay. Und da haben wir tatsächlich noch... Stimmt, das habe ich übersehen. Das müssen wir auch noch machen. Also gut, laufen wir los. So, mal Umbra, da können wir einfach durch. Nicht mal jetzt bleibt das da, wie fies. Wird mir einfach kein Loot mehr gegönnt hier. Wahrscheinlich, weil ich alles verkaufe. Es ist Zeit zu kämpfen. So, gönnen wir euch mal euren Spaß. Ach Quatsch, ich muss ja da hinten rum. Hinten rum. Ja, stimmt. Hier war das ja.
Der Tod, der mich wieder ein paar Millionen gekostet hat, hier. Jo, das sieht aber schon besser aus. Genau, du warst auch nur eine Illusion. In Ordnung, dann würde ich sagen, ja, hier rennen wir auch das nächste Mal durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. War das nicht sogar schon hier? Ne, wir haben doch tatsächlich noch ein bisschen was vor uns. Und dann hoffen wir, dass wir da einigermaßen gut durchkommen. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.